hast mir ja schon wieder keinen Kaffee mitgebracht. Dich ist irgendwie kein Verlass. Wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Kein Rückruf? Nee. Ja. Die Leute sich gut kennen oder so, sagen Sie Bescheid. Wenn es zu warm wird, dann rufen wir ihn noch einen Rettungswagen. Dann müsst ihr nur sagen. Das zeigt aber der geht nicht. Den kriegt man nicht bewegt, ne? Das werden wir aktiviert. Ne? Aber der hat, die muss man lösen können. Das braucht man sonst nicht. Wollen Sie lieber in Schatten oder? Schöner wäre es aber auch. Ich kenne mich damit noch nicht aus, also ich wüsste nicht, wo man hier eine Bremse lösen kann, aber schieben geht nicht, sehen Sie? Ja. Keine Chance. Hier ist irgendwie so ein Hebel. Unten sind so rote Hebel. Ja, genau, aber... Schieben Sie mal. Aber da tut sich doch gar nichts. Jetzt habe ich den roten gezogen. Auch nicht. Nee, tut mir auch nicht. Das muss ich sagen. Wir haben ja gerade versucht. Wir haben jetzt gedacht, dass das hier sein könnte. Aber da tut sie nichts. Also auf den Hinternrädern wird er nicht gehen, da ist die Bremse drin. Wenn dann auf den Vorderrädern, glaube ich. Nee, ich meine diese zwei abstehenden kleinen Plastik. Ich denke, die nur dazu da, der Kippvorrichtung, da, hinten, genau. Da kriegen sie aber doch das andere Rad nicht weg. Nee, nee.
Das wird ja trotzdem blockieren. Also wenn, dann müssen sie über die Vorderräder schieben, glaube ich. Dass uns da vorne rausfallen, dann lassen ja. wir. Das ist zu gefährlich. Vielleicht können die ja mir wenigstens am Telefon gleich sagen, wie man den loskriegt. Das wäre schon mal eine Idee, ja. Das versuche ich gleich mal zu klären. Aber ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Die wollten ich eigentlich zurück. Sich jetzt weiter kümmern, wenn sie irgendwelche Probleme haben. Ja? Mit dem Motorschaden, dass der Firma telefoniert und falls sie irgendwas. Sie irgendwelche Hilfe nachher? Ich hoffe, dass Sie zurückrufen von der Rollstuhlfirma, weil der fährt ja nicht mehr. Ist kaputt? Das ist natürlich beige. Der hilft kein ADAC, ne? Nee, die Rollstuhlfirma soll anrufen. Der Kollege oder Herr Svitaller? Svitaller, das ist der Kollege von der Polizei. Der, sag ich sofort, irgendwo sollte jetzt eine Absprache stattfinden wegen dem Auslöser. Ja, ich sag mal hier. Das Ding fährt nicht. Nee. Ich habe schon bei der angerufen, die wollten zurückrufen, aber bisher haben sie nicht zurückgerufen. Und wir haben aber geguckt, auch ein Sitzfleisch, ey. Und wir haben geguckt hier, ich halte hier die Stellung, Occupy. Ja. Kennst du dich damit nicht aus? Hast du mich schön gefilmt, ja? Ja. Kennst du dich damit nicht aus, mit so einem Elektrorollstuhl? Also wenn du mir sagst, ich soll mich auskennen, dann kenne ich mich damit aus. Ansonsten hat er wohl jetzt ziemliches Sitzfleisch, ey. Er hat keine Lust, der Polizei dich zu entfernen. Ja? Du bist ja Düsseldorfer Bürger. Du hast ja Nein, ich bin kein Düsseldorfer. Achso, aber du hast ja das freie Recht der freien Bürgersteigbenutzung. Ja. Ich denke, vielleicht kann man ja noch ein paar Minuten mal so warten. Die sind da sowieso locker leicht. Aber sie hatten dich schon mal aufgefordert, wegzufahren? Ja, die waren hier und haben dann geguckt und haben ja gesehen, das geht nicht. Und wir haben hier auch ein bisschen versucht, nur auf die Idee, beide Dinger gleichzeitig sind wir natürlich nicht gekommen. Wir haben entweder den einen oder den anderen, aber beides zusammen, da sind wir natürlich nicht auf die Idee gekommen. Und deswegen war ich auch nicht wegschiebbar. Ja. Komisch, dass ich auch schon wieder hier bin. Was kann ich, haben die mich hier wieder zurückgetragen? Was haben die denn so viel Zeug mitgebracht? Ja, meine Transpies. Wollen die hier einziehen oder was haben die da alle mitgebracht? Nein, die machen jetzt die Bewegung weiter und hängen gleich ihre eigenen Parolen auf. Freie Fußgängerzone. Jeder darf durchgehen. Was mit dem Infostand jetzt? Ja, der Infostand ist ja leider nicht transportabel. Also jetzt gesehen haben wir die gebaut, aber dann wird sich auch nicht mehr. Also ich glaube, dass die auch nicht mehr. Wo sind die denn jetzt alle? Wo sind die jetzt alle? Die sind alle hinten hinter der Kirche jetzt, quasi okay. Nur ums Eck rum. Da wo die ganzen stehen, die sind jetzt. Eigentlich am liebsten würde ich ja die Whiteboards noch mitnehmen, aber. Weil die waren richtig teuer. Aber du hast auch kein Auto hier. So. Fahrst du weiter. Echt? Ja. Sollten wir vielleicht.
sollten wir eventuell nicht packen, weil das ist jedenfalls für euch auch gut, oder? Kann ich schauen, ja. Ich werde das gleich mal, wenn wir ihren Aggressionswut der Plakatabhängerei hinter sich haben. Sollten wir vielleicht gleich mal auf die Idee kommen, den hier zu frei zu machen, dass man den schieben kann, dann kann man den um die Ecke reparieren, muss man ja nicht vor deren Auge machen. Ja, genau, dann haben wir nochmal bei der nächsten Gelegenheit nochmal einen Trumpf im Ärmel, ne? Also wahrscheinlich den roten ziehen und dann den anderen schieben dabei. Ja. Geht? Ja. Ah, geht! Schiebe ich dich zu den anderen Teilen hier, Mann, ja? Ja. Ja, so, warte mal. Gerettet! Ja, gut. So. Vorsicht! Gerettet! Hier kennt sich einer aus. Das ist ein ganz schlimmer, der kennt sich aus. Ach, da kennt sich einer aus, zum Glück. Vorsicht! Tatütata! Hier will einer freiwillig raus! Bernd! Vorsicht, 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 stopp! Wir wollen ja nicht über irgendwas drüber fahren. Es ist natürlich ganz schön unter Beobachtung hier. Ja. Das höre ich gerade nicht so gut. Das muss ja jetzt auch nicht passieren, wir haben ja jetzt Zeit. Ich bin ja jetzt mal im Schatten. Aber wir könnten, was meint ihr, dich ja, hat? Wir könnten dich ja einkesseln, wenn man so dreht. Ehrlich? Nach deinem Messen. Du bist Mensch, du kannst antworten, du kannst reden. Du hast mehr als nur deine Uniform, du hast deinen Kopf, du kannst nach deinem Messen. Wundert mich, dass sie hier keine über meinen Beamten. Ich weiß, aber das ist es doch. Denk das nicht, kannst du denken lassen und du hast dich auch vorbei. Schön zu haben, ja. So, ne? Da kannst du die hier hinbringen, die kann ich dann auch hier hinbringen. Weiß nicht, wie oft ich das schaffe heute. Wir wollen keine Gewalt, weil Gewalt ist wieder zu gehen. Das habt ihr auch gesehen. Ihr habt keine. Auch solche Meinungen würde ja. Aber stellt euch vor, ihr hättet gar nicht heute den ganzen Tag verbunden. Keiner hier aufgeregt hat, das machen. Ihr hättet einfach noch kommen müssen mit uns eine, wirklich ein Kompromiss. Oh, mich, schlag mich vor der Tür. Schlag mich vor der Tür. Ich bin auch ratlos. Ah, jetzt. Hey, Alter, ruf an. Bleib stark. Ja. Schreiber. Ja, ich weiß, ich habe da mit dem telefoniert. Ich bin bei Occupy, ja. Ja, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich muss noch mal gucken. Vielleicht traut er sich ja wieder. Ganz genau, da habe ich mir wieder gedacht, dass er wieder ein Schisshase ist. Ich gehe jetzt mal ja, da ist doch schon guck, ob ich das Camp von der ich bin der Letzte, ich bin gerade eben, bin ich jetzt weggeschoben worden, ich war der Letzte. Nein, von Mitdemonstranten, die Polizei, da war ich zu schwer mit euch. Nee, da darfst du auch nicht. Ey, hier hin. Entschuldigung. Nein, keiner ist festgenommen worden, glaube ich. Einer ist ins Krankenhaus gekommen. Ja, epileptischer Anfall angeben. Keine Ahnung. Ja. Aber ihr könnt da im Grunde persönlich treffen, dann noch ab. Ja. Jo. Jens. Tschö. Hey! Mein Gott! Muss es nicht sein! Komm mal hier hin! Mensch! Ja, mach das! Und da sieht's! Ja, wenn ich eine so anmache. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen drum stellen, dann kann ich das reparieren. Das ist witzig, dass du das Zeit mal kaputt. Dein Zeit ist war kaputt, Herr Rolf. Ja, nicht.
Vielleicht hilft mir ja die Hand auflegen, dass er wieder geht. Ja, zur Zeit sind Sonnenstürme, da machen die elektrische Sachen so ein paar Faxen. Also das kann man schon auch wissen. Das ist auch nicht so viel. Aber da gucken wir auch welche. Nee, nein, nein, aber der hat den wieder dann. Auf der Seite tun auch. Noch besser. Ja, wir können dich auch weg. Dann schieben wir dich ganz hinten um die Ecke rum. Eben. Ja? Ja. Komm, wir schieben ihn einmal um die Ecke rum, damit wir nicht sehen, wie ich ihn repariere. Ja. Mal ein Speedrausch hier, ne? Im Rausch der Geschwindigkeit. Ich will nicht auf dem Container. Du wirst jetzt entsorgt. Ich will nicht. Wat mut, dat mut. Ich werde entsorgt hier. Erstmal das Ding wieder reinmachen. Super. So, dann kannst du ja fromm, frei, fröhlich. Ja, wenn ich jetzt wieder zurückfahre, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Funktionieren konnte, auf einmal geht die Karre wieder. Hä? Auf einmal geht die Karre wieder. Ja, die Sonnenstürme haben aufgehört. Die Sonnenstürme haben wohl aufgehört. Ich weiß, ich soll wieder zurückfahren? Ja, klar. Klar, dass es manipuliert war. Ich sag, die haben angerufen von der Rollstuhlfirma. Da haben wir einen Reset-Knopf gedrückt. Ja, du hattest eine Verabredung mit dem Servicemitarbeiter. Nein. Wir mussten den reparieren, einer, du musstest ihn halten und ich musste Kabel. Nee, da vorne auf dem Parkplatz waren Servicemitarbeiter. Und das sollte nicht jeder sehen. Einfache Geschichte. Gut, wasserdicht ist die Geschichte auch nicht. Was wollt ihr denn machen? Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Ich werde auch sagen, der fährt immer noch nicht richtig. Der fährt nur so langsam. Normalerweise kann ich ja schneller fahren. Ja. Aber ich sage jetzt, der fährt nur so ganz langsam. Also richtig ist er doch nicht. So. Ja, und war mir eine Freude. Jo. Komisch, jetzt geht er wieder. Die ganze Zeit fuhr der nicht vom Temps. Na los. Er war nur am Blinken. Frank wollte jetzt noch die Bikeboards besorgen. Und was ist jetzt hier mit dem Krankenhaus oder der abtransportiert wurde? War, glaube ich, also ich weiß nicht. Muss man sich ja auch drum kümmern, ne? Ja, aber also soweit wir wissen, war es auf jeden Fall keiner in der Barrikade, also drin im Camp war. Ach so, nur ein Zuschauer oder was? Wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, von wem die gesprochen haben, weil. Wie gesagt, also eigentlich wir waren etwas überrascht. Eigentlich schon mal einer von uns losgelaufen, der hätte gesagt, hier, wir haben eigentlich unprofessionell, dass nicht von Anfang an ein Rettungswagen dabei war. Eigentlich müsste von Anfang an ein Rettungswagen dabei stehen. Ja. Und nicht erst gerufen werden, wenn da was passiert. Nein, aber bei der Polizei, wenn die vorgeht, verlässt sich nie jemand. Ja. Weil das ist nämlich genauso, so wie die nämlich auch immer nur die Leute treffen, die es wirklich verdient haben mit den Wasserwerfern. Weil die können ganz gut zielen. Aber ist doch gut, dass die Bevölkerung gesehen hat, dass hier Leute auch Widerstand leisten. Ja, ja. Auf die Wiese lassen. Nein, wir dürfen nicht mehr. Überall da, wo wir. Ihr sollt den Einsatz weiterfragen. Ja, nein, es wurde gesagt, der Führer hat den noch. Der Einsatz. Wir hatten hier einen Einsatz, wir hatten einen Fahrführer. Oh, der hat einen Fahrführer. Wir haben einfach nur blinde Ohren. Fahr doch mal!
ist der Strom ausgefallen. Ja, also so richtig fährt er noch nie. Hast dich also wieder mit Händen und Füßen gewehrt, ja? Ich hab die Stellung gehalten, ja, bis zum Schluss. Ging's. Sehr gut. Den Klaus. Wow. Hätten wir beim Klaus auch machen müssen. Ja, der hat das ja vorgeschlagen. Was ist mit dem, der umgefallen ist? Ja. Keine Ahnung. Das wäre keiner von hier, habe ich gehört. Nee, draußen, der soll das gewesen sein mit der Folie. Der Klaus, achso, ja, der war ja besoffen. Ach der, ich weiß, achso. Haben wir noch Wasser hier? Das ist mit der Folie, meine. Die haben doch gesagt, da hat einer einen epileptischen Anfall. Ja. Wer denn? Kannst du dir den Wissen? War bestimmt der, der so, so Sturz betrunken war. Das war der Rocker, der sich in Alufolie eingewickelt hat. Der Klaus, hat schon mal gesagt, er soll das machen. Der hat den epileptischen betrunken, Epileptiker und geht in eine Plastikfolie. Ja, habe ich vorher gesagt. Ja, vielleicht ist er gar kein Epileptiker. Die haben das einfach nur vermutet, dass er einen Strand verlassen kann. Ja, aber der andere. Ja, eben, genau. Haben wir noch was zu trinken? Ja, ein, doch einer von hier, von euch. Klaus heißt der wohl. Der sieht in Alufolie. Der ziemlich betrunken war. Ja. So längere Haare. Ja, der ist, glaube ich, aus dem anderen Camp gestern Abend. Der war so ein bisschen rockerig. Was ist denn jetzt als nächstes geplant? Man darf ja jetzt nicht sterben lassen oder aufgeben. Den Platz dürfen wir jetzt erstmal nicht mehr betreten. Ja, muss ja nicht. Aber Samstag oder irgendwas. Persönliche Gegenstände und natürlich so weiter, habe ich Internet. Bei der Stadt könnt ihr die abholen. Aber ihr habt ja kaum noch was drin. Das war ja früher mal alles viel besser. Ja, alle Konzentrationen sind auf die Räume. Das war jetzt schon Hast du gemacht? Hey, die sich wie die Geiern auf dich draufgestürzt haben, wo du dich da so eingebunden hast, die Presse. Wie die Geier, als wenn so ein Ding. Machen stundenlang machen die Aufnahmen, dann bringen sie 3 Minuten geschöntes Zeug von nix und wieder nix. Braver Hund, ne? Du bist so ein braver, hm?
Wart doch mal. Ja, schön. Daimlerstraße, das ist eine Erdgeschosswohnung. Occupy lebt, auch nach der Räumung. Hier versammelt man sich jetzt vor dem Rathaus. Das gefällt den Herren natürlich wieder nicht. Ja, wenn Sie alle gut mit Schrecken vorstellen, ja? So, ich glaube, dann haben wir das.
Ich meine, man zittert ja nicht aus Spaß. Man kriegt auch kein, man dreht auch nicht die Augen. Soll man das machen? Ja, was will der denn? Ja. Ach, da bin ich ja froh, dass ihr heute so günstig gekommen seid. Heute geräumt worden. Ich war der Letzte, der da noch war, weil mein Rollstuhl war plötzlich so furchtbar kaputt und da konnte ich da nicht weg und die Polizei wollte mich irgendwie nicht räumen, haben sie sich nicht getraut. Naja, und dann hat irgendwie einer hier so einen Knopf gefunden, wie man den Rollstuhl dann trotzdem mal wegschieben kann und danach konnten wir ihn dann auch wieder reparieren, ganz zufällig. Und jetzt sind wir vor dem Rathaus, um dann noch ein bisschen Theater zu machen. Ja, ja, die Farben waren nicht so toll. Ja. Ja. Okay. Von Mülheim. Ja.
Könnte sein, also das kann ich Ihnen jetzt aber so nicht sagen, aber generell ist das auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, ja. Hallo! Hey! Du bist auch da? Ja, ja. Ist er denn, ist der Typ denn jetzt von der Stadt, der Findungsbeamte, oder vom Amtsgericht? Okay, ja. Ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, aber wie gesagt, was ich schon mal gesagt habe, nur wenn zwischendurch nicht irgendwie was Neues lief. Also das könnte sein, dass die 3 Jahre dadurch nicht gelten. Erstmal ja, würde ich erstmal tun, weil die müssen dann erstmal zeigen, warum, wieso, weil er kann also so mit einem so alten Ding, könnte er das nicht machen. Da muss er dann also beweisen quasi, dass das nicht so ist, dass das nicht verjährt ist. Ja, ja, klar. Nein, 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 das nicht, aber vielleicht ab Zustellung, das weiß ich jetzt nicht. Ja, und dann wird ja da wahrscheinlich, also dieses Datum, was Sie genannt haben, ist das Datum der öffentlichen Zustellung oder ist das das erste Mal, wo Sie versucht haben, Ihnen das normal per Post zuzustellen? Ja. Also möglicherweise könnte durch diese öffentliche Zustellung, die ja später wahrscheinlich stattgefunden hat, die 3 Jahre dann nochmal gehemmt sein, aber das wissen Sie ja erstmal nicht. Erstmal gehen Sie von den 3 Jahren aus und das wäre verjährt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, genau, genau, richtig. Ja. Ja? Verbrecher. Ja. Ja, ja, der Dumme ist nur, Sie haben es gemacht, das ist der Dumme. Das ist richtig. Ja. Ja, genau. Ja, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass Sie gegebenenfalls wieder Einsetzung im vorigen Stand machen müssen. Und da haben Sie ja nur 7 Tage Zeit. Ich weiß ja nicht, ob Sie die Frist eingehalten haben. Ja, kommt schon die ersten Pflaster. Okay. Ja. Wir können uns ja wegfahren. Ja, machen kann man dann natürlich immer alles. Die Frage ist, inwieweit die das interessiert. Ne? Ich sage ja immer wieder, lesen Sie meine Seiten, dann kriegen Sie mit, dass Sie also Gesetze, die eigentlich überhaupt nicht interessieren. Ja. Ja, ja. Nein, sowieso nicht. Nein, nein. Ich mache ja grundsätzlich nie auf. Gegebenenfalls könnte er vielleicht eine Türöffnung beauftragen, aber da weiß ich ja eben nicht, was da, wie das da im Genauen abläuft. Man hat ja unter Umständen auch die Möglichkeit, da nochmal Rechtsmittel einzulegen. Das habe ich mal beim Finanzbeamten gehabt, der hatte mir angedroht, mein Auto zu fängen. Und da habe ich gesagt, dann machen Sie das doch. Und dann kam er klein raus und sagte, nee, darf ich ja gar nicht.
Das war also auch eigentlich Nötigung. Weil er wollte nur halt, wenn er sagt, mein Auto fändet er, dann würde ich quasi bezahlen. Als er gesehen hat, das funktioniert nicht, dann fiel ihm plötzlich ein, dass ich ja das Recht habe, da Widerspruch einzulegen. Und dann musste die Sache wieder von vorne anfangen. Also mein Auto ist nicht gefändet worden und das Geld hatten die Lumpen damals auch nicht gekriegt. Aber ich kann Ihnen das jetzt aus dem Kopf auch nicht so sagen, da bin ich auch nicht in allem so drin. Ja. Ich weiß nicht, ich hatte nämlich auch noch Rote dabei. Ja. So, den hat er also noch nicht. Richtig. Ja. Das heißt, den hat er noch nicht. Den müsste er dann also erstmal beantragen. Also kann da am 10. oder wann das jetzt war, noch überhaupt nichts passieren. Ja, eigentlich ja. Also auf jeden Fall sollte. Jedenfalls sollte man das die Sache dann eben dem da auch nochmal beifügen. Ja, 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 ja. Also am 10. kann der da auf jeden Fall gar nichts machen. Mit der dann wird am 10. wieder abziehen müssen, wenn er so da steht, kann er da gar nichts machen. Ja, ja. Ja, die 3 Jahre, die sind ja auf jeden Fall definitiv da. Und die, wenn das nicht so ist, müssen sie das widerlegen. Die können jetzt nicht einfach sagen, interessiert mich nicht. Aber das eigentliche Problem ist, die halten sich an keine Gesetze. Das ist ja eben das Dilemma. Ich kann immer nur das sagen, was quasi gesetzlich da vorgeschrieben ist. Aber wenn die sich eben an die Gesetze nicht halten, dann ist eben das Dilemma dabei. Ich meine, wir wissen ja, dass auch keine Kinder von den Eltern einfach weggenommen werden dürfen und trotzdem passiert das ja eigentlich täglich. Das ist ja das Dilemma. Ja. Aber heute war das auf jeden Fall schön hier, 50 Demonstranten im Lager, wenigstens 300 Polizisten, die sind mal so richtig beschäftigt worden. War schon, die Leute haben sich auch aufgeregt drumherum, die waren da. Ab 6 Uhr waren die da zur Räumung. Ich hatte das vorausgesagt, dass das gestern nicht ist. Die haben gestern alle schon mitgerechnet. Da habe ich gesagt, nein, das wird erst heute sein. Ich war also gegen 8 Uhr da oder vorher, ich weiß es nicht ganz genau. Und dann hat sie das noch bis nach 9 Uhr hingezogen, wo sie dann endlich angefangen haben. Oder sogar bis nach 10. Ich weiß das gar nicht mehr. Wann haben sie geräumt? Nach 10 oder nach 9? Wir haben alle die Zeit voll. Auf jeden Fall war dann wirklich mal so ein bisschen Action direkt gegenüber dem Justizministerium. Also und ich mitten dabei. Mal gucken, ob auch da was im Fernsehen kommt. Soll man sehen. Ja, wir wollten gerade gehen. Noch zu halb 10. Haben sie ja durchgesagt. Aber klar, dass die kommen. Ich hab schon. Nicht, weil die jetzt kommen. Hier kommt jetzt auch schon wieder Polizei. Am Rathaus, wo wir sind. Wir sitzen ja hier nur, die machen gar nichts, trinken teilweise was. Irgendwelche wollten den Bürgermeister sprechen, aber jetzt kommt hier auch schon wieder die Streife. Mal gucken, was jetzt passiert. Okay. Jo, tschö.